Die Einsteigerliga ist die Möglichkeit für Tennisspielerinnen und Tennisspieler, praktisch in die Mannschaftsmeisterschaft des Kärntner Tennisverbandes hineinzuschnuppern, einmal schauen, wie so ein Mannschaftsbewerb funktioniert und wie das hier abläuft. Die Erfolgstage der Einsteigerliga, auf die ich, also muss ich sagen, sehr stolz bin, weil es gelungen ist, den Präsidenten davon zu überzeugen, dass wir für die Neueinsteiger im Tennis eine Plattform finden müssen, wo sie Meisterschaft spielen können, wo sie den Meisterschaftsbetrieb kennenlernen, wo sie aber nicht den arrivierten Spielern die Siege wegnehmen können. Jetzt haben wir eine eigene Klasse geschaffen. Diese Einsteigerliga, da kann jeder unbesorgt spielen, lernt den Meisterschaftsbetrieb kennen und hat durch die Einschränkung mit der ITN auch relativ gleichwertige Gegner. Die Mannschaftsmeisterschaft umfasst über 1000 Mannschaften, also ein riesiger Bewerb. Und vor 3 Jahren haben wir das erste Mal diese Schallmauer durchbrochen. Und das ist auch ein Zeichen, dass das Tennis in Kärnten boomt, in den letzten Jahren boomt. Als Breitensportreferent freut mich auch, einen Sponsor gefunden zu haben. Der Robert hat ein Wohnzimmer, das Lokal heißt Wohnzimmer. Und darf dich bitte fragen, was dich bewegt hat, diese Mannschaft zu unterstützen? Warum gerade eine Einsteigerligamannschaft? Einsteigerliga deswegen, da ich selber als Kind sehr viel Tennis gespielt habe eigentlich, dann mit 12, 13 Jahren mit dem Tennis aber komplett aufgehört habe. Und irgendwie das Lokal mit den Stammgästen eigentlich ist es entstanden, dass man auch mal sagt, dass man gerne mal mit den Stammgästen privat was macht mit den guten Leuten. Und das Spurteln ist halt etwas, was zusammenbringt, zusammenschweißt. Und ich sage mal, wenn man in der Gastro ist, sollte man auch ein bisschen Spurt machen, dass man einen Ausgleich kriegt zum Sonstigen. Und da ich wirklich da jetzt einfach meine besten Freunde und besten Stammgäste dabei habe, bin ich natürlich auch als Sponsor für die Klamotten zuständig. Und für mich ist es einfach eine Zusammengesellschaft. Ich glaube einfach, so eine Traditionen sollten nie aussterben. Und Vereine, finde ich, werden außer bei Fußball und so immer mehr. Tennis war die letzten 10 Jahre relativ wenig, aber ist seit 2 Jahren wieder der volle Boom da. Und es ist ein Sport für alle Altersklassen, es ist ein Sport für Damen und Herren und vor allem ist es ein Sport, der nicht leistbar ist. Man kann sich zu dieser Einsteigerliga überall melden. Mittlerweile ist diese Einsteigerliga in ganz Kärnten schon sehr, sehr beliebt, weil man einfach mit gleich starken Spielerinnen und Spielern zu spielen bekommt und dadurch auch die Chancengleichheit wesentlich größer ist, als wenn man in einen normalen allgemeinen Bewerb einsteigen würde. Wir haben mit 21 Mannschaften begonnen, haben heuer 88 Mannschaften. Das zeigt, dass wir da einen richtigen Weg beschritten haben. Und ist es auch für die Jugendlichen bzw. einsteigenden Erwachsenen, es gibt auch Erwachsene, die in Einsteiger spielen, die eben lange Pausen gemacht haben und jetzt auch im Mittelalter wieder einsteigen wollen und auch Meisterschaft spielen wollen. Diese Einsteigerliga, da kann jeder unbesorgt spielen, lernt den Meisterschaftsbetrieb kennen und hat durch die Einschränkung mit der ITN auch relativ gleichwertige Gegner. Anmelden kann man sich beim Verein. Also wichtig ist eben, dass man zu irgendeinem Verein eben geht. Der Verein schaut, dass er eben 2 Spieler zusammenbekommt. Das heißt, es werden 2 Einzel ein Doppel gespielt, dann bekommt man eine Lizenzkarte. Mit dieser Lizenzkarte wird man auch internetmäßig erfasst und registriert und kann eben dort seine Spiele dann absolvieren.